Zwei Carl Zeiss Trainer sagen sich hallo. Henning Bürger, der aktuelle, und Dirk Kunert, der ehemalige Jenaer Trainer. Kunert, der BFC-Coach, heute von Juli 20 bis Oktober 21 Trainer an den Kernbergen. Er will endlich den ersten Dreier für seine Mannschaft in diesem Jahr, und 4.500 unterstützen den FC Carl Zeiss dabei lautstark. Die Jena in Blau, der BFC in den weißen Trikots. Stockinger wird geschickt, Halili ist da und er fährt die Hand aus bei dieser Flanke. Sofort die Entscheidung von Max Kluge, dem 21-jährigen Schiedsrichter. Der Pfiff zum Elfmeter, und da gibt's einfach gar nichts zu diskutieren. Die Hände gehören eher auf den Rücken. Das Duell zwischen Kevin Kunz und Rufat Dadaschow. Der Top-Torjäger der Berliner. Und da ist die Führung. Nach nur 4 Minuten liegt Berlin vorn. Rufat Dadaschow mit seinem 14. Saisontor. Da wird kurz mal Tugay Uzan, der Verletzte, gefeiert. Verlädt Kevin Kunz, schaut lange auf den Keeper und lässt ihm dann keine Chance. Was für ein Auftakt beim Wiedersehen im Stadion in Jena von Dirk Kunert und seiner Mannschaft. Jena mit 2 Änderungen. Neuzugang Cemal Sesa heute in der Sturmspitze zunächst mal gesetzt. Das ist ein feiner Ball von Gibson auf den Kopf von Elias Löhne. Nur 2 Minuten später der Ausgleich. Was für eine Antwort des FC Carl Zeiss Jena. Henning Bürger, so sieht's aus. Ganz feiner Ball. Und Löhne aus vollem Lauf, der ist überhaupt nicht einfach zu setzen. Bethke ist zwar noch dran, aber kann den Ball nicht aufhalten. Auf seinem Weg ins Netz. 11. Saisontor für Elias Löhne. Henning Bürger, Achtung, Erleichterung. Der weiß gar nicht, wohin mit seiner Freude. Am Ende muss ein Stuhl dran glauben. Der steht danach wieder. Knappe halbe Stunde ist vorbei. Wiesinger holt sich den Ball, dann geht's schnell. Stockinger wird geschickt. Felix Bölter ist bei ihm, der 18-Jährige verliert das Duell. Stockinger, und dann ist es ein Eigentor. Ein Eigentor von Halili. Die erneute Führung 1:2 für den BFC. Felix Bölter macht das eigentlich gut, ist hier genau in diesem Augenblick eigentlich dran und dann aber nicht konsequent genug. Stockinger bleibt dran und sein Schuss dann vom Fuß von Halili ins eigene Tor. Kevin Kunz auf dem Weg in die andere Ecke, ohne Chance. Knappe halbe Stunde ist vorbei und der BFC ist wieder vorn. Wieder so ein blödes Tor. Und sie müssen wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Aber sie bleiben dran. Ken Gibson in den Rückraum. Und dann der Pfiff erneut. Wieder Handelfmeter, sagt Max Kluge. Diesmal war es nicht so eindeutig. Gibson legt wieder auf für Elias Löhne. Und von der Hüfte von Rea springt der Ball an seinen Ellbogen. Kann man geben. Diesen Strafstoß. Lukas Lemmel. Ja, auch der verlädt den Keeper. Leon Bethke unterwegs. Eben vom Schützen aus gesehen. Linke Ecke. 2:2 nach 39 Minuten. Clever gemacht von Lemmel. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe. Und der Elfer, der ist drin. Tolle Studien der beiden Coaches hier an der Seitenlinie. So, dann wird's kurios. Es gibt einen Platzverweis, aber kein Spieler geht raus, sondern der Assistent von Dirk Kunert, Nils Weiler, in der 43. Minute. Gibt zwar lange Diskussionen, aber das geht für mich in Ordnung. Warum auch immer springt er da auf und hält den Ball fest, obwohl es Löhne schnell machen könnte. Es war eine Kontersituation. Also er für den Rest des Spiels auf der Tribüne.
Nachspielzeit, erste Hälfte. Da ist der neue Jamal Caesar. Der Ball ist nicht im Aus. Eder bekommt ihn auch nicht gehalten. Rückpass, Gibson. Diesmal nicht der Vorlagengeber, sondern der Abschluss von Ken Gibson. Und Leon Bethke mit Riesentat fasst die Führung für Carl Zeiss. Von ihm verspricht sich Henning Bürger einiges. Von Jamal Caesar neu gekommen. Inhalt Klinike in der Hinrunde schon 4 Tore erzielt. Hier mit toller Vorarbeit für Ken Gibson. 2-2 der Stand zur Pause. Abseits. Und Wiesinger macht es dann ganz schnell. Joey Breitfeld, alle Zeit, keiner geht zu ihm. Schön aufgelegt. Siebeck, Alex Siebeck. 2-3 und wieder geht der BFC in Führung. Super Pass von Joey Breitfeld und dann ist es der Tunnel bei Kevin Kunz, die Höchststrafe für ihn. Und Siebeck, der Linksbeiner, holt aus mit rechts und trifft. 59. Minute, der BFC wieder von unglücklich, natürlich für Kevin Kunz. Wir haben es die Trainer erlebt, Henning Bürger und dann die hochgerissenen Arme von Dirk Kunert. Kommt Jena jetzt nochmal zurück. Elias Löder, der zerrt an den Ketten, der feuert aus allen Lagen. Nur eine Minute später. Klasse Spiel vom Stürmer, der defensiv arbeitet und offensiv immer wieder den Abschluss sucht. Der Support ist großartig. Sie treiben ihre Männer in Blau immer wieder nach vorn. Dann wird's kurios. Eckball für den BFC. Geklärt von Alili. Und Achtung, jetzt Joshua Endres nimmt sich den Ball einfach in die Hand. Und alle fordern Handelfmeter. Und es ist auch absolut korrekt. Aber Max Kluge kriegt kein Signal von seiner Assistentin da drüben, von Jennifer Schubert. Achtung hier unten. Er steht mit beiden Füßen im Feld. Joshua Endres und greift sich den Ball. Klarer geht ein Handelfmeter nicht. Es gibt ihn aber nicht. Dafür den nächsten Eckball. Und Kunz! Kevin Kunz mit dem Beachvolleyball. Bagger! Befördert er die Kugel von der Linie, hält Jena zunächst mal im Spiel. Nachspielzeit, sie liegen 1 hinten. Kunz mit vorn, Löder bei Bethke und direkt danach ist Schluss. Der BFC gewinnt in Jena mit 3-2. Jena war wirklich sehr, sehr stark, hat uns alles abverlangt. Ja, aber wir haben 3 Auswärtstore geschossen und hatten dann natürlich auch dann mit den Wechseln wieder ein bisschen mehr Ordnung. Aber es war immer schwer, ist klar. Jede Situation kann noch mal durchrutschen. Wir machen eigentlich wirklich ein gutes Spiel, hauen uns wie schon die letzten Wochen überragend rein in jeden Zweikampf. Ich weiß nicht, ob wir dreimal nicht aufpassen oder einfach das Glück zur Seite nicht auf unserer Seite haben, drei solche Gurkendinger reinkriegen. Ich glaube, dass Berlin nicht allzu viele Chancen hatte, schießt aber hier 3 Tore. Wir müssen wirklich alles geben, was wir haben, um uns Torchancen zu erarbeiten. Das ist immer noch unser Punkt, wo wir nicht so vorwärts kommen. Aber das werden wir bearbeiten. Wir haben jetzt schon Dienstag wieder das nächste Spiel. Das ist richtig gut. Ja, Dienstag der Nachholer in Eilenburg. Dann hoffentlich der erste Dreier für den FC Carl Zeiss und Dirk Kunert und sein Team nach dem Remis in Eilenburg zuletzt wieder mit Rückenwind vor dem großen Gipfeltreffen. Nächstes Wochenende gegen Tabellenführer Greifswald.